Leute, wir gucken jetzt endlich die Folge 232 von Twitch Clips Germany an. Und zwar mit dem Titel Richtig Fail. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Ich würde sagen, let's go! Leute, guckt euch Twitch Clips Germany an. Guckt es euch an. Ich mein's ernst. Jetzt sofort. Guckt es euch an! Guckt es euch an! Wir diven rein. Ihr sagt mir, wenn es zu laut ist, zu leise ist, wenn die Mädels auf meinen Ohren, wenn die zu laut, zu leise sind, einfach Info geben. Ich kümmere mich dann um den Ton. Das ist zu laut. Würdest du mal... This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? Ah! Alter! Was war das? Oh mein Gott, seit diesem einen Horrorfilm finde ich Omis, die so komisch reden, richtig gruselig. Kennt ihr den? Kennt ihr den mit dieser Omi, die so ein rohes Fleisch isst und dann darauf so Fliegen kommen und so? Wie heißt dieser Film? Oh Gott, wie heißt dieser Film nochmal? Oh, ich weiß nicht. Und dann dreht die voll durch. In so einem Diner ist die. In so einem Diner. Und die dreht voll am Rad. Und nein, ich... Oh, ich weiß nicht mehr, wie dieser Film ist. Ja, halt. Barbie? Bitte? Legion oder Legion ausgesprochen. Aber ich glaube, ja... Ich glaube, ihr habt recht. So eine Oma, die... Oh Gott, gruselig. Also, Unknown kommt auf die Liste. Niemals spielen. She's one of them. Endlich gerettet. Nein, vorsichtig! Nein! Hast du Glück, dass ich dich... gerettet habe. Puff, puff! Er ist aber explodiert! Puff! Wie ein Feuerwerk. Nur, dass jetzt Blut überall rumgespritzt ist und nicht schöne Funkeln. Naja. Das konnte man nicht sehen. Du bist Witchers 1 Frau? Die hat Feuer gemacht. Oh mein Gott, Igni! Die Tage, also so ein Tag, ich finde eine Stunde ist immer ganz schön. So ein 24-Stunden-Rhythmus, eine Stunde. Finde ich immer ganz cool. Und dann ist irgendwie eine Dreiviertelstunde Tag und eine Viertelstunde hell. Nee, hä? Warte, das macht keinen Sinn. Was? Na, ist ein Baby. Ah, oh, jetzt bin ich mir sicher. Naja, ziehen wir mal runter, die Scheiße. Oh, und ich habe alles auf der Tastatur geklickt. Oh mein Gott, I'm sorry. Ich habe wieder Snapcam angemacht. Oh mein Gott. Oh. Da liegt so ganz viel... Was ist das? Hä? Kot oder irgendwelche Früchte? Das ist alles Kot. Das könnte auch bei Asche unterm Tisch sein. Hast du schon mal bei einem deiner Clips bei Twitch Clips Germany gelöscht, um zu verhindern, dass der in die Folge kommt? Ich ja. Ich habe es schon sehr häufig gemacht. Schon sehr, sehr häufig. Ich gebe es zu. Musste ich auch tun. Das hätte einfach alles... Also, nee. Es gibt Dinge, Chat, die können auch einfach mal unter uns bleiben, ja? Die können einfach mal unter uns bleiben. So. Entschuldigung? Das geht? Ja, tatsächlich sogar. Auf twitchclipsgermany.de können Streamer eingesendete Clips auch wieder entfernen und sogar Mods dafür ernennen. Ihr könnt auch die Einsendungen der anderen bewerten und mitentscheiden, was reinkommt. Aber pst. Schon okay, wenn wir... Ich habe kurz einen Prozess gemacht und diesen ganzen Clip einfach gelöscht. Da gab's keine Gnade. Wenn ich einen Clip sehe, der
10 von 10 unangenehm ist, dann wird er komplett gelöscht. Der wird komplett von der Festplatte gebrannt, ey. Haha! Wir untenrum das Ganze noch wie... Wieso kommt jetzt die Musik, wenn ich so mache? Okay, gut. Das Feuer von aus dem Weg, hier ist mein Waffenarsenal. Ich brauch das. Zieh genau drauf, auf Kopf. Ich wird schon geschossen. Mel, bitte lass das. Es sieht aus wie The Secret of Monkey Island. Und probieren wir es doch. Und? Nein. Ich habe Skip gemacht. Es gibt ja immer nur Leute, die kommen dann an und sagen, ja, hättest du dich nicht für Kinder entschieden, hättest du das Geld, um dir ein PC zu kaufen, auf dem aktuelle Spiele laufen und hättest auch noch Zeit, die zu spielen. Aber dann kommt meine kleine Tochter an, nimmt mich ganz fest in den Arm und sagt, Papa, ich hab dich so doll lieb. Nee, kein Spiel auf der Welt hat mich je so glücklich gemacht wie meine Tochter und dann verzichte ich auch gerne auf ein Baldur's Gate 3. Sorry. Oh, wie süß. Oh, Kinder sind so toll. Oh, Entschuldigung, habe ich vergessen, dass man jetzt so reagieren muss. Sorry, habe ich voll vergessen. Sorry. Ah, schön. Oh, mein Herz ist so warm. Ja, schön. Schön. Sorry, wusste ich ganz kurz nicht, wie man... Ja. Mein letztes PC-Upgrade ist von 2012. Kinder sind so toll, sie geben so viel. Ah, schön. Ist natürlich alles so Spaß, ne? Ist ja alles ein Spaß. Was ist alles gerade passiert? Oh mein Gott! What the fuck? Wie fandet ihr die Folge? Hat's euch gefallen? Hat's Spaß gemacht? Mein Trink ist sogar auch leer. Ist ja gerade richtig fail. Leute, ich bin zu viert vor Volleyball. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich krieg das nicht hin, Leute. Ihr müsst mich jetzt carryen mit. Leute, wir schaffen das, aber wir schaffen das. Ist der Ball zuerst bei uns? Der ist zuerst bei uns, oder? Mit welchem Team spielt denn? Hä? 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 Warum regieren Katzen die Welt? Weil es, wenn die Hunde das Ganze machen würden, wir das gleiche Problem hätten wie vor 3 Jahren damals noch. Wir hatten das eine Zeit lang abgegeben und es ist halt wirklich den Bach runtergegangen. Die Menschen dachten, sie sind auf einmal der König der Welt. Wir haben es jetzt vor 3 Jahren wieder übernommen. Wir sind gerade noch dabei, 2, 3 Sachen umzustellen. Wir warten noch, bis die neuen Klodeckel geliefert werden für die jeweiligen Offices. Aber grundsätzlich ist es ja so, unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, gerade in den letzten 30 Jahren, haben sehr viel geholfen. Es gab auch eine ganz geschichtlich schwierige Geschichte da so im europäischen Zeitalter, gerade so um die 1900 darum. Da muss ich auch deutlich dazu sagen, das war damals, als wir die Meerschweinchen mal eine Zeit lang mit dem Zepter allein gelassen haben. Oh, es ist, du glaubst nicht, wie diese kleinen Racker, die haben so ein abgefucktes Weltbild. Es ist echt insane. Psychopathen waren das. Da ist auch Psychopathen. Einfache Psychopathen, Alter. Ist echt so. Oh oh, der one-shottet mich. Er ist mit seinem Penis in den Speer gelaufen. Was?
muss wehgetan haben. Das ist der beste Kill, den ich jemals gemacht habe. Gibt es bei einem Bowser-Feld auch die Möglichkeit, dass wir Sterne tauschen oder einen Stern abgeben müssen? Nee, gell? Was ist denn hier? Nein. Wer? Ich weiß das. Ich guck auf den Chat und euch und krieg ein. Boah, also der macht sechs. Was? Der macht sechs Sterne und die anderen haben nur einen Stern. Da kommt sie nämlich nicht mal mit Bonusstern hinterher. Ich guck auf den Chat und euch und krieg ein. Wann ist man ein Influencer? Oh, ab witzig, die Frage hatte ich heute auch. Gibt es eine Größenordnung für ab wann man Influencer ist? Ich denke, man muss mindestens über 1,55 sein. Was? Über 1,55 oder reicht 1,55? Das war's mit der Karriere. Das war's. Scheiße. Dann werde ich doch Politikerin. Dafür brauche ich auch keine Ahnung. Ciao. Ciao. Aber Real Talk, ich bezeichne mich auch lieber als Content Creatorin als Influencerin. Also ich bin lieber ein Talent oder Content Creator, anstatt mich als Influencerin zu bezeichnen. Ich finde das irgendwie, hört sich schöner an. I don't know. Ich denke, man muss mindestens über 1,55 sein. Oh, ich hab noch Glück gehabt, ey. Aber knapp. Ja, alle Leute mit 1,54, Lilimon ist damit gegrüßt. Ich wollte sie namentlich nennen, aber... Ich zeichne eine Szene, und zwar eine Real-Life-Szene, die sich zwischen mir und Schatz abgespielt hat. Und zwar waren wir Ruderboot fahren und er wollte ein Foto von mir machen. Und dann hat er zu mir gesagt, Schatz, sag mal irgendwas, damit du noch mehr lächelst. Und ich stelle mich auf, breite die Arme aus und ruf ganz laut, Penis! Es hat funktioniert. Ich habe sehr herzlich gelacht auf dem Foto. Und das hier, das soll so ungefähr seinen Blick zeigen, wenn ich zum 800. Mal an einem Tag Penis rufe. Ich habe so Probleme. Ja, ich war beim Arzt und ich habe Krebs. Geh doch mal weg von meinem Schwanz jetzt! Mann, lass doch einmal dein Maul von meinem Schwanz. Ich will dir gerade meine Probleme erzählen. Gott, es ist so nervig immer. Oh mein Gott. Das ist out of context, so schwierig. Ich habe erst gerade gar nicht gecheckt. Aber er reagiert gerade auf das Video von Rezo mit den Pick-Me-Girls. Und ich dachte gerade so, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt los? Bis es dann Klick gemacht hat. Gott. Hier, POV, du bist eine gute Freundin und kümmerst dich um deine Freunde, wenn es ihnen schlecht geht. Und ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, out of context, ein 10 von 10 Clip einfach. Der ist goldummantelt, der Clip. Das ist super strong, wenn du keine Ahnung hast. Oh mein Gott, und ich wusste ja es sogar, aber hab's in den ersten Moment nicht mal gecheckt und dachte mir, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Nun. So nervig immer. Ich werde das jetzt einmal liegen und nie wieder. Ich klebe mir ja künstliche Wimpern auf, wenn ich streame, ne? Ich auch. Und wenn ich das tue, dann habe ich folgendes Problem. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, ne? Ja. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine Brille mehr trage im Stream. Lashes before glasses. Das ist der Grund, wieso ich einfach keine Brille mehr tragen kann. So angenehm. Lass mich raus! Hallo, lass mich raus! Ist Luna, lass mich raus! Hallo! Willst du mich verarschen?
Ich sehe das jetzt erst. Hier stehen jetzt ja immer sogar die... Meine... Was ist denn mit meiner Maus? Die ist voll langsam. Hier stehen jetzt ja immer die Leute, die den Clip gemacht haben. Das ist ja cool. Also Leute, klippt ordentlich und schickt das ein, wenn es lustig ist. Dann werdet ihr auch benannt. Guckt mal! Was ist das mit der Maus? Oh Gott, was habe ich jetzt getan? Hilfe. Oh nein. Stopp! Kommando zurück! Hallo? Maus? Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Noob. Bitte, jetzt kommt mein Moment, pass auf. Hä? Was? Aber das ist... Oh, ich werd verrückt dabei. Jetzt, ich werf den Pebble dahin. Jetzt gehe ich einen Kaffee kochen. Jetzt lerne ich jemanden kennen. Gründe mit dem eine Familie. Baue ein Haus. Oh, wir lassen uns scheiden. Ich esse die Kinder zum Mittag. Ach, der Mob ist da. Cool. Oh, die Vivi mag Kinder genauso gerne wie ich. Gut durchgebraten. Einfach nur die Qualitätskontrolle. Die ganze Cute! Cute! 5 gegen Willi sind Männersachen? Was ist 5 gegen Willi? Nein! Luna, nein! Nein! Das ist ein Brettspiel. Was? Hä? Was habt ihr denn? Es gibt 5 gegen Willi als Brettspiel? Ist ein Singleplayer-Game. Oh Gott. Jawohl, heute geht's. Heute läuft, heute läuft. Schön. Schön, 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 schön. 5 gegen Willi, das ultimative Partyspiel mit 110 waghalsigen Aufgaben für einen lustigen Abend. Die Krönung der lustigen Partyspiele. Willi ist der Endgegner. Das ist er manchmal wirklich. Wenn es um das Küren des All-Time-Winners bei Partyspielen geht, selbst der härteste Gegner aus deinem Freundeskreis könnte sich an Willi die Zähne ausbeißen. Lieben wir. Nur aber Dankeschön für euren Support, Leute. Ganz, ganz viel Liebe. Zeig dich von deiner besten Seite. Meine Mutter schaut zu. Penis! Analverkehr! So ein bisschen Angel ist da drin. Ja. Ich hatte diesen Moment ja mal nach einem Zahnarzt, wo ich vergessen habe, dass mein Mund betäubt ist. Habe ich schon mal erzählt, aber da bin ich direkt im Anschluss in den Kaffee gegangen, habe mir einen Kaffee bestellt, habe ihn getrunken, habe noch vor der Kellnerin, die mir den gebracht hat, ist mir alles aus dem Mund rausgelaufen. Die hat gesagt, was stimmt denn mit dir nicht? Und ich habe gesagt, ich habe das total vergessen. Sie hat gesagt, ja gut, du musst den Kaffee nicht bezahlen, ich lade dich ein, aber geh. Bitte gehen Sie. Aber bitte geh. Okay, schade. Bis hierhin wäre es eigentlich... Sag mal woanders den Boden voll, Alter. Und bis hierhin wäre es noch eine richtig gute Kennenlernstory gewesen, aber beim Bitte geh war es dann leider vorbei. Ja. Ich hatte auch einmal mit der Betäubung alles und dann war nur eine Seite so betäubt und dann habe ich so geredet und dann Mori hat mich die ganze Zeit ausgelacht. Ich konnte... Immer wenn ich ihn angeguckt habe und ihm was erzählt, hat mich die ganze Zeit ausgelacht, das Schwein. Die ganze Zeit. Und Videos von mir gemacht. Das war so lustig. Videos von mir gemacht und mich ausgelacht. Und ich habe halt legit nichts gespürt. Ne? Es war einfach... Ja.
nicht die ganze Zeit lustig über mich gemacht. Schwein! Schwein! Wenn ihr euch wieder mal zu Hause selber bekochen musstet und ihr habt keinen Bock, diese Dinger wegzuräumen, empfehle ich euch folgendes Prinzip. Ich zeig's euch. Wegschmeißen. Grundsätzlich wird sich eure Frau erstmal nicht darüber aufregen, dass der Abwasch da noch steht, weil die Töpfe da stehen noch auf dem Herd. Und sie wird als erstes sagen, hey, warum hast du die Töpfe denn nicht weggeräumt? Das hättest du ja mal wegräumen können. Das Erste, was ihr dann sagt, Schatz, ich dachte, du hast vielleicht auch noch Hunger. Deshalb habe ich es stehen lassen. Kannst dir noch was warm machen. Und somit seid ihr komplett aus dieser Nummer raus. Gut merken, Kitten. Das Ding ist, bei uns ist es halt andersrum, ne? Bei uns ist es halt andersrum. Was soll ich sagen? Ab auf deinen Platz. In die Ecke. Nicht über mir kommen. Okay. Hier liegt was. Rechts, hier. Ich nehm's. Okay. Ich hoffe noch niemals gegen Fatigue zu kommen, oder? Wir haben nicht genug Armor für die Lampe. Nee. Nee. Das wäre, glaube ich, auch so ein Game, wo Mori richtig reinsuchten könnte. Mir wäre das viel zu anstrengend, mich da durchzufuchsen, aber das wäre so ein Game, da würde Mori, glaube ich, auch voll drinne, wenn er erstmal mit anfangen würde. Oh! Was? What? Oh! Das ist der Tag, an dem ihr Leben scheiße wurde. Ah! Jetzt kann er noch durchschießen. Nee. Ach, er kommt nach da oben. Was? Ach, scheiße, ich dachte, es hat funktioniert. Oh, ich muss essen. Ich hatte den doch. Nein! Ich hab den doch rein. Ich will dir übrigens mal die... Deswegen spielt man nicht mit seiner Beute. Idee vorschlagen. Mhm. Wie findest du das Wort Hötchen? Also von Hoden, weil es sind ja immer zwei, als Verniedlichung in der Partnerschaft. Dann ist der eine das rechte und der andere das linke Hötchen. Und dann sagt man nicht so, hey Schatzi, sondern so, hey Hötchen, wie war dein Tag? Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Helle. Weiß ich auch nicht. Aufpassen auf Treibsand, ne? Ah, scheiße. Ich bin tot! Oh. Ich hab sie geklappt. Ich sag nochmal so, pass auf wegen Treibsand. Ja, Tommy. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus ihrem Kopf entfernt hat. Okay. Krank, du nicer Streamer, ich schau dich immer wieder, sind für dich dieses Lied hier und du reagierst. Kriege Onkel, lass mich dein Bade sein, lass dich als Erik Troll und Panik ein. Wie nur wäre das direkt am Rhein, ganz amüsiert und wir uns in Musik verlieren. Ja, ich hab... Normal? Ihr schreibt alle normal? Ich lass mich dein Bade sein, oder? Bade, ne? Ich wollte gerade sagen, er hat nicht gesagt, lass mich dein Bart sein. Lass mich dein Bart sein. Nein, Bade. Aber keiner von euch hat so einen heftig unterschiedlichen Haarscheitel. Ihr habt vielleicht nicht einen perfekt geraden Haarscheitel, aber keiner von euch hat das hier gerade. Nee. Willst du deine Tastatur anschließen? Das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn hier passiert? Die Haare möchten eigentlich nach da fallen, aber Franzi hat sich dazu entschieden, die Haare nach da. Was ist das? Fest! Franzi sieht super aus und ihre Haare sehen auch super aus. Was ist das? Ja. Fest!
Nein! Ich kann mich retten! Oh. Ja! Wow, Baby, ich bin so ne... Ich bin so scheiße. Digga, hier. Not gonna lie, für 1,3 Millionen Subs kannst du mich in den Arsch ficken. Könnt ihr mir Geld leihen? Ich finde es beeindruckend. Was? 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 Nun. Arthur möchte gerne die Partnerschaft für Ollis Po. Torte nicht an, ne? Ja, Billigküche, ich hab's euch gesagt. Ich werde gemobbt von meiner Küche! Warum ist denn der Clip da drinne? Der ist schon 100 Jahre alt. Warum ist denn der Clip da drinne? Nee, das Video allein ist ja über eine Woche alt. Ja, aber der Lauch ist ja noch älter, oder? Ist der Lauch nicht noch älter? Ich bin einfach so hardcore ausgerutscht bei dieser Scheiße. Ich bin so ausgerutscht, das sieht so dumm einfach aus. Ich hab jetzt 2 Wochen, mir kommt das schon vor wie ein Monat oder so. War das Lauch oder eine Gurke? Meinst du mich? Meinst du mich? Lauch trifft auf Lauch. Still in der Ecke da. Okay, Leute, falls wir Level 11 erreichen sollten mit der VR-Brille, werde ich genau so abliefern können. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Mhm. So wie du bei Just Dance ablieferst, glaube ich dir das auch. 5 km/h bis 7,2 km/h entspricht ein solcher schneller Marsch und dürfte kaum mit einer normalen Schrittgeschwindigkeit eines gewöhnlichen Fußgängers vergleichbar sein. Aber wie erklärst du dir dann, dass ich 6 Kilometer in einer Stunde Oh, warte mal. Das wären ja dann 6 km/h. Was ist ja wie in Mathe diese Textaufgaben nach 2 Buchstaben schon einfach abgeschaltet. Was? Was? Das war das. Nee. Nee. Boah, Mathe-Textaufgabe. Gar keine Lust mehr. Gar keine Lust mehr. 6 km/h in einer Stunde, 6 km/h. Ja, aber es fing an. Ja. Mein Hirn so. Yeah, stand by. Nee, das steht aber 5 Monate. Aber danke schön. Ah, nee, das ist ja ein halbes Jahr. Sorry, ich bin doof. Was? Was? Hey, und. Das steht aber 5 Monate. Aber danke schön. Ah nee, das ist ja ein halbes Jahr. Sorry, ich bin doof. Wir sind alle gut in Mathe, ich merke das schon. Also da war die Map schon besser mit Jumpscare. Oh mein Gott, was ist das? VR-Chat, was ist denn das für... Was ist das? Warum? WoW-Chat ist funny. Solchen Games sehe ich, Kitor. Ach, VR-Chat ist funny, meine ich. Da gibt's so was. VR-Chat ist halt ein Chat in VR, aber darin gibt's auch Games, Spielwelten und all sowas. Ach so, ich dachte, VR-Chat ist halt einfach VR-Chat. Du triffst dich mit Leuten über VR-Brille, hast dein Avatar und quatsch mit denen. Aber dass es da sowas auch gibt, finde ich ja cool. Das finde ich ja cool. Also, das jetzt nicht unbedingt. Aber dass es darüber hinaus noch geht in der Richtung, finde ich ja interessant. Okay, was ist das? Alles klar, vielen Dank für die Info. Kann ich hier ran? Nicht Pizza bestellen. Oh! Meiner Kamera geht's gut. Also ich finde Knochenbumsen besser als Leichenficken, to be honest.
Was? Was? Ich hinterfrag das mal nicht. Was ist denn das für krasse Zeichnungen? Ist ja so beschäftigt. Also Drew, ich würde dieses Bild sehr gerne in einem Kunstdruck anbieten, weil es ein paar Menschen gibt, die das sehr gerne hätten. Ich würde dir das Bild auch sehr gerne im Original zum Geburtstag. Wow, das hat sie gezeichnet? Oha! Wie strong! Alter! Krass! Super, super krass! Geburtstag schenken. Guck, wie schnell die Drohnen das alles hinbringen. Das ist so insane, meine Drohnen. Okay, der nächste Raid wird gleich kommen. Muss ich beeilen. Ich sollte lernen, meine Fresse zu halten. Wie kann das genau in der Sekunde passieren? Weil Streamer nun mal Jinxer sind. Wieso ist meine Gesundheit so niedrig? Ich jeden Morgen nach dem Aufstehen. Jeden Morgen frage ich mich das. Jeden Morgen. Ich nicht, vielleicht wenn du dich die ganze Zeit nicht bewegst. Und das ist dann die Antwort von Mori. I love it. I love it. Oh mein Gott, wie gut. Wie gut. Damit verbringe ich jetzt hier meinen Nachmittag, oder was? Chagas hat einfach als Kind nicht dieses Klötzchensystem gehabt, wo Kreis in Kreis kommt, Viereck in Viereck und sowas. So, dann hast du einfach nicht diese Motion da drin, ne? So. Ja. Weil dann geht das halt super easy. Rosi, weißt du was? Kannst du behalten, die Scheiße? Ja, dich. Ui. Komm zurück. Zuerst nochmal versuchen. Vielleicht mit Anlauf und Gewalt, ja. Ich kann nicht diesen Ring auch abschweißen. Das ist gerade easy. Das ist nicht cool, Wusi. Dir ist schon klar, dass du jetzt aussiehst wie ein krasser Giga-Chat und ich wie der absolut letzte Depp. Ladies and Gentlemen, ready to take off. Oder in Deutsch. Ja, das war sehr gut nachgemacht. Das war sehr, sehr gut sogar. Not bad. Song. Share 100 List, du bekommst mich nie. Ja, ich möchte es nicht. Ja. Aber ich habe nicht. Wenn es heute wieder so viele Abstürze gibt, bis jetzt, toi toi toi, dann würde ich das tatsächlich ein paar Tage verschieben, weil das ist Horror, wenn ich da über die Map düse. Da hab das Spiel jetzt abgeschmiert. Ganz ehrlich! Schön, ne? Das Spiel verarscht mich doch! Da hört doch irgendwie dazu! Das sollte Europa werden, aber es ist nicht ganz Europa geworden. Das alles schon. Ja, ich denke, Leute, so sieht es in ein paar Jahren aus. Okay, die Ukraine ist umgezogen, Italien ist gewachsen und Grönland ist geschrumpft. Mein Only Fan. Ich brauche Hilfe. Mein ausländischer Freund schrieb mir, er wolle Bilder von meinem einzigen Ventilator sehen. Ich frage mich, woher er wusste, dass ich tatsächlich nur ein solches Gerät besitze. Andererseits kann ich ihm keine Bilder schicken, weil mein einziger Ventilator nicht funktioniert. Bitte helfen Sie mir. Ich möchte mich nicht vor ihm lächerlich machen. Was? Was? Ist das jetzt was? Also... Hä? Jetzt auch nicht. Oh mein Gott, wegen Fan! Oh. Oh, ja. Fragezeichen. Ey Leute, ich hab Kuchen. Guckt euch das an. Und er fällt raus. Oh. Was?
Und schließen den Sicherheitsgurt dann mit einem lauten Ah. Wer keine Aubergine hat, der hat entweder Make-up drauf oder zu viel Freizeit. Aubergine! Wer keine Aubergine hat. Augenringe. Ich bin auch schon voll drin im Essen. Natürlich Augen, du hast Augenringe gesagt. Ich hasse Aubergine. Ich hasse Aubergine. Einzelne Chat für alle, die Aubergine hassen. Alle anderen, ruhig. Ihr dürft jetzt nicht mitsprechen. Das ist keine Demokratie. Dankeschön. Oh mein Gott, nein, jetzt habt ihr alles wieder gehört, ne? Scheiße, Junge, jetzt habt ihr nur gehört, oder? Nicht wirklich, oder? Oh, nein! Ja, schöne Buletten. Was ist das? Einfach zerstören. Sherry hat mich auf der Weihnachtsfeier zu sich nach Hause eingeladen, demnächst zusammen zu kochen. Sherry, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn ich ehrlich bin, wenn zwei so krasse Chaoten aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, ob du danach noch eine Küche hast. Oder wir abends nach Wohnungssuche geht's. Weiß ich jetzt nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Was zum... Okay, mach draus, was du möchtest. Das ist deins. Wir machen einfach einen großen Hackkuchen draus. Ja. Wir werden es alles hier zusammen tun. So. Mach dir die andere Seite des Koffers auf, wo nur Klamotten drin waren. Da waren nur Klamotten und die waren wirklich so eingerollt, wirklich auf die Millimeter gepresst. Und fängt dann an, alles rauszureiben. Alles. Alles und ich hoffe, dass sie so eine richtig verschwitzte Unabuchs und so eine richtig verschwitzte Socke, weil ich hatte nämlich extra eine Wäschetüte, dass sie da richtig reingelangt hat und da so ein bisschen von meinem Arschschweiß an ihre Haut gekommen ist und dann an dieser Stelle ihre Haut ver... Jetzt check ich, um was es ging. Sie wurde kontrolliert. Sie wurde kontrolliert wahrscheinlich, ne? Ich musste gerade richtig hart nachdenken. Was ist... Was? Ätzt ist, ja? Das hoffe ich wirklich. Jetzt habe ich die Musik ausgemacht. Oh Gott, ich habe eine Fruchtfliege, ist mir in den Mund geflogen. Schleimig, jedoch vitaminreich. Oh mein Gott. Die war plötzlich in meinem Hals. Hier, Daumen hoch, abonniert und noch Glocke an. Ganz, ganz wichtig, ne? Nicht vergessen. Und am besten noch einen Kommentar schreiben. Geiles Video. So. So macht man es richtig. Das war Twitch Tips Germany. Macht's genauso, wie sie es gerade gesagt hat. Schaut vorbei, lasst einen Daumen nach oben, abonniert, aktiviert die Glocke und so weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, dann auch gerne auf diese Reaction, weil beim Original-Content Liebe lassen ist immer das Wichtigste. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye!